Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir spielen Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind hier in der Gruft des Phyragmas. Und so heißt die jedenfalls, so ähnlich. Nein, ich glaube, die heißt wirklich so. In den roten Marschen, wie man gerade sehen konnte, wir sind wieder draußen. Es gibt ja jede Menge Türen nach draußen. Ah. Da kann man manchmal auch Sachen entdecken, die einem irgendwie Freude machen, wie zum Beispiel die eine oder andere Truhe. Hier zwar nicht. Und wir haben es von oben gesehen, hier, von, als wir da rumgelaufen sind. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe in der vorletzten Folge, da konnte man... Das war dieser runde, hölzerne Gang, wo wir runtergeguckt haben auf das Wasserbecken und haben uns gewundert, wie man da hinkommt. Da haben wir schon gedacht, dass man da hinkommt durch diese Tür, weil man die Tür nämlich auch sehen konnte. Aber man kann von hier wahrscheinlich wegspringen, das kann man wohl, aber man kann ja nicht hier hinspringen. Da muss man dann wieder durch den Haupteingang gehen. Oh. So, wir haben hier Fallen, hat man gerade gesehen. Hast du das gerade gesehen? Eine Falle. Da war doch gerade jetzt Wasser. Ja, es war äußerst seltsam, richtig. Ich habe es gesehen. So. Wo? Da ist sie. Da ist die erste. Ja, es gibt ein paar Feuerminen. Ich sehe nichts. Siehst du was? Nö. Blitzmine. Schnell. Ich würde gerade sagen, da gibt es auch eine Blitzmine ich irgendwo. Ich habe sie nicht gesehen, Ich habe sie auch nicht gesehen. Ich habe sie nur auf der Karte gesehen. Wie gut, dass wir gut sind. Ja. Aha. Hier geht's per Leiter hier kann man, raus. Ja, genau. Ist ein anderer Ausgang. So. Da hinten sitzt einer. Ja, wir gucken wir uns. Ist eine Bandschuhe. Oh, nee. Pepe ist ja nicht jemand, der Bandschuhe macht. Ja, schon gar nicht. Und da sitzt einer. Die muss ich leider verschmähen. Na ja, göttlicher Griff. Großer göttlicher Griff. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Was immer göttlich sein mag. Das klingt vielversprechend. Ja. Also es hat unglaublich viele Ausgänge hier. Ja. Ja, noch sind wir ja draußen. Noch können wir gucken. Naja, wir sehen ja wahrscheinlich noch gar nicht alle. Hier, da ist eine, da sind auch wahrscheinlich auch noch welche. Da ist, da sind wir reingegangen. Also unendlich viele. Also die eine ist auch ein Eingang. Aber ich glaube, alle anderen sind wohl nur Ausgänge. Tja. Also da muss man irgendwie rauskommen aus dem Tunnel. Aber man kommt da nicht weiter von dort. Man könnte vielleicht wegspringen. Aber man könnte dort nicht einsteigen wieder. Wenn man mal weg gewesen ist, wo man nicht hinspringen kann. Nee, da ist noch ein Stückchen hin. Ich gucke gerade nach der Mine. Oder was immer es ist. Auf jeden Fall ist es eine Falle. Aber wo denn? Warum sehe ich mal wieder nichts? Da ist sie. Da ist sie. Ja, man kann es halt auch nicht so gut sehen mit deinem Scheinwerfer, ne? Also den du da hast. Deutlich weiter weg, wie ich eigentlich ist dachte. Oft so. Hier liegt wieder einer. Kobold. Ein Koboldschurke. Ich muss sagen, wir sind die Kobolde dann noch sympathischer als diese komischen Testament-Typen. Aha. Hier braucht man wohl noch einen anderen Schlüssel. Ein Schlüssel? Gut, dann muss ich mir mal merken. Ich hoffe, ich kann's. Obwohl, man sieht hier ja noch die nicht entschärften Fallen. Ja. Dann weiß ich, hier konnte ich nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal unseren Freund besuchen. Ja. Das ist auch eine Falle, aber die haben wir schon entschärft. Das heißt, es war eine. Da ist noch eine Falle. Warum ist die nicht entschärft hier? Weil du da noch nicht hingegangen bist. Da ist eine Bärenfalle. Ach, hier, das ist die Bärenfalle. Oder? Ja, weiß ich nicht. Da oben ist eine. Guck dich mal um, guck mal, da ist sie. Die hast du noch nicht entschärft. Links. Ja. Jetzt haben wir sie. Gut. Na.
Ja, es. Ja, du warst ja hier, du hast die Bärenfallen, hast du ja eigentlich unschädlich gemacht. Liegen lassen. Aber bleiben die dann nicht oben, diese komischen Dinger? Na. Ach, schon gut. Bei den Bärenfallen habe ich immer Schwierigkeiten, weil ich immer denke, wenn die entschärft sind, müssen die, aber du hast ja schon gesagt, die bleiben hier nicht oben stehen. Also die. Man sieht das hier erstmal gar nicht an, dass die entschärft sind. Nee, man sieht das gar nicht auf Anhieb, ob die schon entschärft sind oder nicht. Ich meine, wir können sie auf der Karte sehen. Wenn die entschärft sind, sind sie ja nicht mehr drauf als Fall. Aha, hier geht es auch mehrere Etagen rauf und runter. Guck mal, da hinten ist eine Brücke. Ja. Da unten sind mindestens zwei Ebenen. Hallo. Na, da bist du ja. Na gut. Gerade wollte ich ihn anquatschen. Kannst du nicht, der rennt immer gleich weiter. Was ist das denn hier? Was für? Falle wahrscheinlich. Hier ist doch eine Falle eingezeichnet. Warum sehe ich die nicht? Weil die unter einem Ding verborgen ist vielleicht. Unter dem... Oder ist die das eine Etage tiefer? Das kann natürlich auch sein. Das ist ja total hinterlistig. Oh, das kann ja noch lustig werden, ne? Aber du bist ganz gut geschützt. Also ich glaube nicht, dass man sich so richtig Sorgen machen muss. Ist halt nur unangenehm. Guck mal hier, das sieht ja auch heiß aus da drüben. Pass auf, hier ist eine Falle. Auch unter uns. Nee. Oder? Nee. Nee, das sind nur Knochen. Keine. Das sind Knochen. Nee, schon gut. Hast recht. Ich sehe nur Knochen. Unter uns, ja. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall nicht hier. Ja, aber da ist die Bärenfalle. Und dann läuft man einfach ganz sorglos drauf los und schon sitzt man in der nächsten Falle. Was war das? Ach, das war Ansprechen, ja. Das war aber eine Feuermine hier. Mann! Das ist ja vielleicht hinterlistig hier. Da ist auch eine. Da vorne ist eine. Ja. Eieiei, da weiß man ja nie, ist die Falle jetzt oben oder ist sie unten? Ja. Warte mal, ist da noch eine? Naja, ist schon blöd. Nein, ich will hier nicht runterspringen. Aber du kannst, das ist immer gut zu wissen. Warum sollte ich? Ja, warum nicht? Hä, was ist denn das für ein Geräusch? Das ist ein Villa Kobold. Du wusstest, da ist irgendwas los. Gut gemacht. Oh, Heini. Hat gerade so schön ausgeholt. Ja. Nächste Falle. Ja, ich habe sie schon gesehen. Flammende Nieten, und das könnte was werden. Ja, stimmt, dass die Fallen, die leuchten immer so, wenn sie noch nicht entschärft sind. Ja. Ja, aber erst wenn man schon fast draufsteht, das ist das Problem dabei. Ach, komm schon da unten. Ja. Also ich hoffe, der kann sich wehren. Ja, der kann sich bestimmt. Weil der stürmt ja immer voraus. Ach, langsam. Man muss sich doch hier überall mal umgucken. Das Skelett hat nichts dabei. So, Fallen sehe ich hier vorerst keine. Aber hier. Ich stehe schon fast drauf. Ja, das hat mir auch fast so ausgesehen. Sehr leicht, naja. Das kennen wir ja. Naja, hat sogar gestimmt. Das war wirklich sehr leicht. Hier, guck mal uns doch mal an. Stromsense.
75 ist noch nicht mehr das, ja, wovon wir träumen. Man hat auch nur 9, Stufe 9. Also. Stufe 9, mhm. Oh, schade. Und das ist lila, schade. Du kannst echt nur verkaufen. Sehr schade. Ja. Herr Keitschelt ist was für Krieger. Mhm. Dazu sind wir nicht kräftig genug. So. Da hätten wir runterspringen können. Okay, mir scheint es hier nicht zu geben. Nee. Da kommt hier die nächste Falle, ich sehe sie. Mhm. Kannst ja mal entschärfen. Feuermine. Also Kolben scheinen keine Probleme mit Fallen zu haben. Ja, vielleicht sollte ich mal speichern. Ja. Ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert, das ist nicht so gut. Da ist die nächste. Ja. Auch Feuer. Viel Feuer gab's. Zeit, mir die Hände blutig zu machen. Ich finde es immer lustig, wie die, die Zauberer hier so schweben, ne? Kannst du auch schweben? Nee, du schwebst nicht. Nee, ich schweb nicht. Ein recht bodenständiger Typ, ne? Ist er schon weg? Ist unser Freund Pepe. Ja, doch. Mit beiden Beinen auf der Erde. Mhm. So, also irgendwo hier gibt's was. Hier gibt's was? Hm. Wo denn? Da oben. Bleibt oben. Wie kommen wir denn da oben hin? Ja. Gar nicht. Hier gibt's. Ja. Hier ist der Haufen. Nett. So. Was haben wir hier? Oh, ja, ein Skelett. Ein Skelett auf dem Thron. Gemäßigte. Was ist denn gemäßigt? Ausgeglichen? Keine Ahnung. Naja, wenn man da noch 35 Rüstung reinpackt, aber... Na gut. Wir sind gnädig, nehm's mal mit. Ja, ich würde es auf jeden Fall mitnehmen. Nicht schlecht ausgerüstet, muss ich immer feststellen. Ne? Dieses Atem. Und hier hinten gibt es noch eine Falle. Ja. Bärenfalle. Komm, wird es ja immer eilig, ne? Läuft, ja, läuft, ja. Läuft. Wartet mal ein bisschen auf dich, dann läuft er wieder vorne weg. Aber da hier ist wieder eine Falle, ja? Ja. Ist auch eine Falle, oder? Da ist sie. Ja. Ja, ich hab sie schon gesucht. Gesehen. Aber Kolm schon davor und hat sie betrachtet, benachrichtigt. Ja, hätte ich nicht auf die Minimap geguckt, hätte ich sie wahrscheinlich schneller gefunden. Obwohl. Da ist sie. Manchmal ja. Finde ich sie auch mit vollem Körpereinsatz. Passiert aber nicht so oft. Zum so, Glück. Heini hat sich gerade verabschiedet. Ja, ist ganz gut. Hm, noch eine Falle. Aber war ja auch nicht mehr so richtig frisch. Meinst du? Der altert aber schnell. Ja, das stimmt. Heinis sind nicht allzu haltbar. Hm. Hier gibt es ja wieder Fallen ohne Ende. Ja? Hm. Ja. Ihr seid lästig. Da ist sie. Oh, flammende Nieten. Was doch. Denn? Was suchst du? Ich suche die Falle. Da ist sie doch. Ja. Daneben. Und da ist auch eine. Habe ich gerade gesehen. Ich meine, es sieht schön aus, wenn die hochgehen.
Das Vergnügen kannst du uns ja ab und zu mal gönnen. Wo denn? Hier? Die nee, ist entschärft. Die ist entschärft. Ja, genau. Aber hier ist irgendwo noch eine frische. Da ist eine Bärenfalle. Nee, ist nicht. Sieht nur so aus. Nein, es sieht nur so aus. Aber die kann nicht allzu weit weg. Da ist sie. Ich sehe sie, ja. Und Kolm rast der Mann durch die Gegend so. Immer so, zack. Und hält dann an. Ja, komischerweise scharfe tritt Bremse. Der nie drauf. Mhm. Nö, der nicht. Nur ey. Ey, halt. Jetzt sind wir. Kobold. Gibt Schlimmeres. Ja, ich vergesse immer, dass er Magier ist und kommt sofort Panik auf, wenn ich da einen schweben sehe. Ja, ja. Aber das ist ja unser Freund. Naja, wenn sein Bruder alles umgedreht nur. Wurde, was ja wahrscheinlich so ist, also davon gehe ich einfach mal aus, dann muss das so ein formidabler Magier sein, weil er ist ja besser als er. Und er scheint ja auch nicht schlecht zu sein als Magier. Das könnte ein bisschen haarig werden. Das könnte haarig werden, ja. Hä? Was war das? Das war vielleicht Heini? Ach. Nee, auch hier Heini. Ja, Heini ist ja ganz schön. Dämlicher Kobold. Ja. Hat ihn aber schön weggetragen. Guck mal nochmal. Man weiß ja nie, wenn man einen Rückzug antreten muss, einen schnellen. Da ist es nicht so gut, wie man nach Mien im Rücken hat. So. Das stimmt. Was haben wir denn so. Hier? Nichts weiter. Hier können wir wieder in die Schlucht runter gucken und drüber auf einen anderen Gang. Okay, speichern. Und? Nun, jedenfalls kennt er den Weg. Wir gehen jetzt raus. Raus. Und er ist auch draußen. Kolm ist draußen. Das wundert mich jetzt aber. Aber hier, guck mal, der hier ist er wirklich. Da ums Eck. Ja, genau. Der rennt immer auf und davon. Aua. Das sind die Opfer. Das sind die Leute, die abgemoxt haben. Diese Beelentypen. Diese Testament-Falschtypen. Die haben doch alle abgemoxt. Ja. Wir haben ja schon uns schon gefragt. Wo die, wir haben ja auch keine Leiter. Ihr seid gesehen. Also derjenige, den mein Bruder hierher gezerrt hat. Warum? Sollte er mich vom Einfluss des Testaments befreien? Ihr seid beide Narren. Ich habe mich freiwillig angeschlossen. Dachte ich mir fast. Braucht ihr dafür Beweise? Dann seht die Leichen zu euren Füßen an. Sie sind mein Werk. Ich bin auch noch stolz drauf, du blöder Sack. Entschuldigung. Oh je. Wir wollen euch nur Weil helfen. Sie mir anboten, wozu alle anderen nicht in der Lage waren. Eine Möglichkeit zu wachsen und etwas zu tun, was noch nie vollbracht wurde. Ich wollte schon immer Kontrolle. Und das Testament gewährt mir so viele Untertanen, wie ich verlange. Tja, naja, wir haben es uns ja gedacht, ne? Dein Bruder gefällt mir aber besser. Da habt ihr recht. Ich bin besser als der Rest des Testaments. Ein Diener von Belen zu sein, hat mich mächtiger denn je gemacht. Hat nichts genützt. Nee. Du hast ihn nur bestärkt in seiner eigenen Überzeugung. Naja, immerhin. Du hast es geschafft, ein paar Leichen zu produzieren. Hast du die jetzt alle wieder auferstehen? Ich hatte nicht erwartet, dass Gerans Entschlossenheit so rasch schwinden würde. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Für Ragnos erwacht. Hinter der Präsenz des Testaments hier steckt mehr. In Gerans Namen. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Kannst du mal fragen, Reit? Ja, den kennt er doch auch. Der Söldner? Ich bin mir sicher, dass er schon zahlreiche Kämpfe gesehen hat. Aber für seinesgleichen ist Gerechtigkeit stets käuflich. Ja. Hat er nicht ganz unrecht. Mehr sagt er nicht. Gut. Wenn er Söldner ist, ist klar.
was an Gerechtigkeit oft käuflich ist. Ja, für Söldner. Ja. Wir wollen sie verallgemeinern, aber meistens ist das so. Davon leben sie ja. Im Allgemeinen hat der Recht ja bezahlt. So ist es. Da sind wir jetzt bei unserer Statue, die wir schon gesehen haben. Kannst du dich erinnern? Ja, und wie geht es eigentlich weiter? Wollen wir mal gucken, ob unseren. Also das hier ist ja wohl eine Sackgasse. Ja. Mal die Figur hier betrachten. Sieht diese Statue haben wir von oben gesehen. Ja. Naja, ich kann gar nicht allzu viel erkennen. Eine Schönheit Monster. Ist sie nicht. Nee. Irgend so ein monströses Monster. Gucken wir mal, was sagt unser Questlog? Nichts. So, Nebenquests haben wir keinen mehr. Nee. Dann gucken wir mal auf die Karte. Aha. Hier gibt es einen neuen Auftrag. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, da hier. Sind wir. Da ist noch ein Felshaufen. Den müssen wir natürlich als allererstes einsacken. Aber dass er erwacht ist. Und da steht ja immer noch Colm und wartet. Oder hat gewartet, jedenfalls bisher. Aber der Auftrag scheint zu Ende zu sein, oder? Wir konnten seinen Bruder. Also ich meine, der. Was? Wo steht er? Der war da. Ach, da ist er ja noch. Mhm. Und? Es ist schön, in den Marschen auf jemanden zu treffen, der noch nicht Belens Verehrung zum Opfer gefallen ist. Ich gratuliere euch. Danke. Ja, danke. Lebt wohl. Tschüss. Das war's. Das war dieser Auftrag. So. Aber da ist ja noch irgendein Auftrag, den wir kriegen. Wir sind hier. Hätten wir denn da jetzt auch wegspringen können? Ach so, du musst ja auch mehr angucken, ne? Klar, da unten sind wir noch nicht hingekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, einen Schlüssel gekriegt. Vielleicht kommen wir jetzt da unten rein. Ja, müssen wir mal gucken. Zumindest dachte ich, wir hätten jetzt einen Schlüssel gekriegt. Das geht einmal hier drumrum. Hier kann man runterspringen. Mhm. Und dann hier rum. Dann kommen wir wieder hier hin. Gut, also werden wir versuchen, sehen, da hinten, ob wir da einen Schlüssel haben. Ich dachte, ich hätte das gesehen, aber wahrscheinlich habe ich es auch nur. Vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Aber es wäre natürlich sehr schön, wenn man da runterkäme noch. Aber irgendwann kommt man, wenn wir jetzt nicht dahin kommen, dann würden wir ein anderes Mal hinkommen, schätze ich. Ja, davon können wir wohl ausgehen. Mhm. Ach, ist das schön, wenn man hier wetzen kann und nicht immer nach Fallen Ausschau halten muss. Das stimmt. Ja, die haben wir ja alle schon schön weggeräumt. Mhm. Was ist denn hier noch? Nur eine Leiche, die sitzt da. Da ist noch eine, Falle. Ja. Zum Glück ist die relativ, also nicht direkt im Weg. Aber was für ein richtiger Schurke ist, der muss natürlich jede Falle knacken. Ich glaube, ich bin richtig, ja, hier. Da ja, komm mal runter, dann kommen wir da runter springen. Zack. Genau. Hier waren wir ja schon. Nee, da kann man nicht runterspringen, weil das von oben runter. Genau, da waren wir ja schon und da haben wir gesehen, dass man runterspringen kann. Und es geht nur eine Treppe von oben runter. Aufrecht. Ach, wir sind ja nie gesprungen, wir haben die Treppe genommen. Ja, stimmt. Da hätte ich ja runterspringen können, wollte ich aber nicht. Das war aber nicht nötig. So, da sind wir jetzt am Kringel. Genau, hier ist der Kringel. Ach so, er ist wieder auf dem Hauptquest gegangen. Okay, hier bis vorne. Oh. Waren wir da schon? Ich guck mal kurz raus. Ja. Bis zum Ende und dann links. Und wahrscheinlich waren wir das schon, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Was machst du? Ich guck. Sieht ja interessant aus. Ja klar, aber es ist halt immer ziemlich gleich. Von hier nirgendwo hin. Nee, ist aber nur so gezeichnet. Da waren wir bestimmt schon. Ich nehme an, dass wir hier schon waren. Guck mal.
Nee. Nee. Ja. Ja, das war ja der Haupteingang. Da sind wir ja wohl reingegangen. Eben. Und ich kann sagen, da kommt man doch rein. Aber ja. Ich meine, ich wusste jetzt nicht mehr, ich weiß nur, hier geht's auf jeden Fall, hier kannst du auf jeden Fall laufen. Ja. Und du hast einen Ein- und einen Ausgang, und das ist es nämlich auch. Und wenn es nicht auf dieser Karte hätte, hätten wir sofort wieder gewusst. Ja. Na gut, dann. Was willst du jetzt machen? Gucken, was er. Ihr hattet. Dunbert von gut, da können wir ja hingehen, wie du willst. Wenn wir schon mal hier sind, wer weiß, wie wir, wir kommen da wieder hin. Das ist ja ein normaler Weg, aber... Ja, sagst du so. Ja, dann geh wieder rein, mach, was du willst, tu was. Keine Ahnung. Ja, hier reingehen macht du wolltest wenig nach unten? Sinn, weil da, die ist ja da oben. Was siehst du oben? Das Ausrufezeichen geht da oben spazieren. Nein, wir wollten doch hier reingehen, um da unten im Süden das noch zu machen, wenn es geht. Hier im Dungeon, oder nicht? Oder willst du jetzt aufhören? Meinst du, da kommen wir jetzt hin? Wir mal in den Dungeon reingehen wieder nur. Wie denn sonst? Was willst du da jetzt machen? Du meinst, dass die Tür jetzt auf ist? Ja, ich würde es auf jeden Fall wissen wollen, ob die jetzt auf ist. Ob wir einen Schlüssel bekommen haben, weil ich dachte, wir hätten vielleicht irgendwas... in der Art bekommen. Das dachte ich, wäre unser Bestreben gewesen, das festzustellen. Okay, also runter, immer da an der Wand entlang und dann rechts. Hm. Okay. Immer weiter nach Süden. Kann ja sein, dass wir später nochmal rein müssen und dann Schüsse kriegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich es wissen. Könnte natürlich auch sein, dass dieser blöde Typ dahinter ist irgendwie, ne? Und dass man da erst hinkommt, wenn man den bekämpfen muss. Ja, das werden wir gleich wissen. Sehen. Ja. Doch, der Schlüssel, ne? Ich habe doch was gelesen von einem Schlüssel. Deshalb. Du hattest ja recht. Ach, jetzt geht das mit den Fallen wieder weiter. Mhm. Etwas nervig, diese Fallen. Wow, wer ist da denn? Na, na warte, die hält mich doch. So. Ja, Zauberer können ganz schön eklig sein. Du bist ja auch ein ziemlich ekliger Zauberer. Jedenfalls für das die andere Seite sagen. Ich kann auch ganz schön eklig werden, ja. Und das ist gut so. Ja. Mal gucken, wie gehen wir hier vor, dass das einigermaßen... Na, gehen wir doch erstmal... Wir gehen jetzt erstmal hier in den Gang. Genau, so, ja. Da sind auch Fallen, ne? Wieder jede Menge Fallen. Ja. Ah, Bielens Testament da. Wo laufe ich wieder lang? Da geht's rein. Ja, das ist der richtige Gang. Da kommt schon einer. Du wandelst über den Pfad des Testaments. Oh, wahrscheinlich habe ich jetzt gleich in die nächste Tür rein. Kannst du nicht eine Zehntelsekunde länger warten? Darüber schon, hat dich garantiert daran gehindert. Mann! Sind ordentlich ein Spruch los. Ja. Genau. So. Ist jetzt Frieden? Freude, ja, hier sind sie tot, das sind sie garantiert alle bei ihren Bären friedlich angekommen und neigen ihr Haupt. Da, wo sie eigentlich hinwollen. Genau. Und auch hingehören. Meinst du nicht auch? Ja,
Und was haben wir hier für eine nette Falle? Ich sehe sie nicht. Doch, ist eine. Oder? Ach, das ist eine Bären. Eine normale Bärenfalle, ja. Falle. Na, die will nicht. Jetzt. Manchmal muss man sich aber auch wirklich ranrobben. Da ist auch noch eine. Ja. Aha. Lähmungsspuren. Gibt es denn da einen schönen Lähmungstrank? Ich habe noch kein Rezept dafür gesehen. Da haben sie die ganzen Einwohner von dem Ort getötet. Ja, die haben das ganze Dorf ausgerottet. Mhm. Die beiden, die wir getroffen haben, die kamen ja wohl erst später. Von drei. Welche, ja. Welche beiden? Na, in dem Dorf. In Galette. Galette, ja. Oh, hier ist eine. Eigentlich wollte ich die Falle entschärfen, Mensch. Ach, ist doch egal. Du hast beides gemacht. Ja. Welche beiden meinst du? Also die Kolm, der Bruder und ja, der Bruder und der Schatz. Ja, ja, und Reit. Hm. Ja, ja. So. Und weiter geht's. Irgendwo rechtslich müsste eine Falle kommen. Ja, ich sehe, sie ist eine Bärenfalle mal wieder. Die sind mir am liebsten, weil die sieht man ganz gut und wenn man nicht gerade mitten reintappt, passiert auch nichts. Mhm. Nun ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss. In der nächsten Folge werden wir dann hier raus. Wir können ja hier nochmal rausgehen, ne? Ja, bin gespannt, wir gehen das würde ich noch gucken, sehen. Hallo, hier die Falle noch geht. Weg. Hier ist nochmal eine Falle. Feuermine. Ah, hier ist eine Leiter. Und hier ist eine Leiter, da können wir mal rausgucken. Oh. Hey, lass das. Also die Gruft von dem Typen ist ganz schön groß, oder? Ich muss ja nicht wissen. Da hinten sind noch mehr von der Sorte. Na, ja, die können wir in der nächsten Folge alle machen. Na gut. Da haben wir doch ein bisschen Spaß dran an denen, ha? Ja. Genau. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.